Die Titanic. Das größte und prachtvollste Passagierschiff seiner Zeit. Ihr Untergang wurde zum Mythos. Jahrzehntelang lag das Wrack unerreichbar in den Tiefen des Nordatlantiks. Seine Entdeckung und Erforschung wurden zum heiligen Gral für Abenteurer und Tiefseeforscher. Doch stahlfressende Bakterien zersetzen die Reste des Ozeanriesen. Dem Wrack seine Geheimnisse zu entlocken, wird zum Wettlauf gegen die Zeit. Southampton im Süden Englands, 10. April 1912. Die Titanic kurz vor ihrer Jungfernfahrt nach New York. Ingenieurskunst hat ein überdimensionales Meisterwerk geschaffen. Der Ozeanriese ist damals das größte und kraftvollste Schiff der Welt. 1316 Passagiere sind an Bord. 885 Besatzungsmitglieder sollen sich um einen reibungslosen Ablauf kümmern. Die Reederei White Star möchte neue Maßstäbe in Reisekomfort und Geschwindigkeit setzen. Doch das Schiff erreicht nie die Docks von Manhattan. Seit mehr als 100 Jahren liegt das Wrack der Titanic vor der Küste Kanadas. Rund 3.800 Meter unter dem Meeresspiegel, in der eiskalten Tiefe des Nordatlantiks. Einer, der sich schon lange für die Geheimnisse der Titanic interessiert, ist James Cameron, Hollywood-Legende und begeisterter Tiefseeforscher. Ich möchte beginnen mit: Stahl im Meerwasser rostet. Eine große Neuigkeit für die Welt. Die Titanic verschwindet. Der kanadische Regisseur dreht einen Kinofilm über das Schiffsunglück und hält den Mythos am Leben. Einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. In seinem Studio in Los Angeles stehen detailgetreue Modelle von der Titanic und ihrem Wrack. Ich war völlig fasziniert und geradezu magisch angezogen von dieser Idee, herauszufinden, welches große Geheimnis sich in den dunklen Tiefen verbirgt. James Cameron ist kein Aufwand zu groß, um dieses Ziel zu erreichen. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass ich den Kinofilm gemacht habe, weil ich zum Wrack der Titanic tauchen wollte. Also habe ich diesen Film gedreht. Und alles hat prima funktioniert, sodass ich mir leisten konnte, noch weiter zu tauchen. Also warum nicht? Viele Male taucht James Cameron in speziellen U-Booten in die Tiefsee. Er treibt die Entwicklung mariner Filmtechnologie voran und wird selbst zum erfahrenen Ozeanographen. Seine Leidenschaft für die Unterwasserwelt entdeckt er früh. Dieses Foto entstand, als ich 14 Jahre alt war. Vom Lebensraum unter Wasser war ich fasziniert. Im Royal Ontario Museum hatte ich eine Unterwasserstation gesehen. Ich habe sie gezeichnet und entschied, selber eine zu bauen. Ich steckte mein Haustier, meine Maus, hinein und ließ sie an einem Seil zum Grund des nächsten Flusses herunter. Das waren etwa 6 Meter. Und der Maus ging's gut, sie hat's überlebt. James Cameron selbst wagt wesentlich mehr. Als erster Mensch taucht er alleine in einem Spezial-U-Boot zum Grund des Marianengrabens mit knapp 11 Kilometer unter dem Meeresspiegel, der tiefste Punkt der Weltmeere. Und er erkundet etliche Male das Wrack der Titanic.
Das Wrack begann sich in der Sekunde zu verändern, als es am Boden aufschlug. Mikroorganismen und verschiedene Tiere besiedelten es und fanden neuen Lebensraum. Tatsächlich gibt es jetzt eine Menge Leben auf der Titanic. Es ist ein natürlicher Prozess. Die Mikroorganismen da unten lieben Stahl und Eisen. Die Katastrophe ereignet sich in der Nacht von 14. auf 15. April 1912. Eisberg direkt voraus. Hartner Steuerbord! Hartner Steuerbord! Die Titanic rammt einen Eisberg und beginnt zu sinken. Der Luxusliner hat nicht genug Rettungsboote für alle Menschen an Bord. Mit einem letzten Funkspruch bittet die Titanic um Hilfe und gibt ihre Position durch. Tatsächlich empfängt ein Schiff ihren Notruf, doch es ist zu weit entfernt. Rund 1500 Menschen kommen bei der Katastrophe ums Leben. Sie wird zum Sinnbild für die Illusion, die Natur durch technische Errungenschaften beherrschen zu können. Die Titanic sinkt auf knapp 4 Kilometer Tiefe. Der Eisberg beschädigt den Rumpf unterhalb der Wasserlinie. Das große Loch im Bug stammt nicht von der Kollision, sondern vom Aufprall auf den Meeresboden. Zum Zeitpunkt des Untergangs ist der Luxusliner brandneu. Seit über 100 Jahren liegt er in der Tiefsee, wo Salzwasser, Mikroorganismen und Strömungen ihre Spuren hinterlassen. Wie hat sich das Wrack im Laufe der Zeit verändert? Diese Frage beschäftigt mehrere wissenschaftliche Einrichtungen, unter anderem ein kanadisches Labor, für das die Mikrobiologin Laurie Johnston das Leben auf Wrackteilen untersucht. Man erinnert sich immer an seinen ersten Tauchgang zur Titanic. Bei mir war es im Jahr 2000 und wir steuerten direkt vor dem Bug. Ich habe hochgeschaut und mir gedacht, oh mein Gott, ist sie riesig. Nur wenige Wissenschaftler haben das Privileg, das Wrack der Titanic mit eigenen Augen zu sehen und vor Ort Proben zu sammeln. Während ihrer jahrelangen Forschung hat Laurie Johnston ihre eigene Sichtweise auf das Unglück entwickelt. Die Titanic wird immer ein Ort der Erinnerung und Ehrfurcht sein. Sie wird als heiliger Ort angesehen. Ich neige jedoch dazu, auch das Leben zu betrachten, das sie erschaffen hat. Und auf der Titanic gibt es heute mehr Leben als früher. Es ist nur kein menschliches Leben, sondern es sind Mikroorganismen. Zum Zeitpunkt der Katastrophe gibt es noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, ob in der Tiefsee Leben existiert. Heute ist längst bekannt, dass der Meeresboden dort von verschiedensten Organismen bevölkert ist, unter anderem von Bakterien. Zudem zieht das sinkende Schiff unzählige Bakterien mit in die Tiefe, die zunächst aufsteigen und dann auf die Unglücksstelle hinabsinken. Inwieweit dies das Milieu am Meeresboden beeinflusst hat, ist unklar. Tatsache ist jedoch, dass Mikroorganismen das Wrack zersetzen. Während des Untergangs wurden die Kühlaggregate zerstört. Außerdem muss der Aufprall am Meeresgrund heftig gewesen sein. Das Metall wurde stark verformt. Dadurch sind Risse im Stahl entstanden, in die Mikroorganismen eingedrungen sind. So konnten Bakterien damit beginnen, das Wrack anzugreifen und abzubauen. Während des Unglücks zerbricht der Rumpf in zwei Teile.
Massive Stahlplatten werden verbogen und abgerissen. Was sich an der Bruchstelle befindet, verschwindet im Ozean. Die schwersten Teile wie die Kessel sinken direkt auf den Meeresboden, während tausende anderer Objekte über eine große Fläche verstreut werden. Der einstige Stolz der White Star Line ist verloren, nach nur 5 Tagen auf See. Entsprechend groß ist das Entsetzen. Nur etwa 700 Menschen sind gerettet worden. Die Hoffnung, weitere Überlebende bergen zu können, schwindet schnell. Wo genau die Titanic gesunken ist, lässt sich nur ungefähr eingrenzen. Laut einer Pressemitteilung vom 16. April 1912 wird das Wrack in der Nähe von Nova Scotia und Neufundland vermutet. Ein riesiges Gebiet, in dem das Meer 2 Meilen tief sein soll. Ich glaube, in den ersten Monaten nach dem Untergang wollten die Menschen irgendwie zu dem Wrack gelangen. Doch das Meer in dem Gebiet ist nicht ein paar hundert Meter tief, sondern mehrere Kilometer. Und zu dieser Zeit konnte kein Geldbetrag auf der Welt es ermöglichen, in solche Tiefen vorzudringen. Das Wrack war in eine andere Welt eingetreten und blieb unerreichbar. Und so wurde es zum Mythos. Der Mythos lebt weiter, doch die Zeiten haben sich geändert. In Florida arbeitet ein Team von Konstrukteuren daran, dem Wrack mit modernster Technik noch mehr Geheimnisse zu entlocken. Gemeinsam haben sie das Tauchboot Limiting Factor entwickelt, das zu den tiefsten Stellen der Weltmeere gelangen kann. Patrick LaHaye ist erfahrener U-Boot-Konstrukteur. Er gehört zum exklusiven Kreis derer, die schon einmal zur Titanic getaucht sind. Im Jahr 2019 ist sein Traum wahr geworden. Wir haben 5 Tauchgänge zur Titanic gemacht und ich hatte das Privileg, bei 3 davon dabei zu sein. Es ist etwas ganz Besonderes, etwas mit eigenen Augen zu sehen und selbst zu erleben. Es ist emotional, kraftvoll und unvergesslich. Der Franzose Paul-Henri Narjolet ist ein Veteran der Tiefseeforschung. Er hat bereits an 7 Expeditionen zur Titanic teilgenommen. Den Konstrukteur Patrick LaHaye hat er beraten und begleitet. Jedes Mal, wenn ich zur Titanic zurückkehre, freue ich mich darauf, etwas Neues zu lernen und zu entdecken. Für Wissenschaftler ist es sehr interessant zu sehen, wie schnell der Verfall des Wracks voranschreitet. Seit dem Untergang der Titanic 1912 hat sich der Zustand des Wracks stetig verändert. Die frisch gestrichenen Oberflächen sind im Laufe der Zeit von mehreren Schichten aus Sedimenten bedeckt worden. Auf der Steuerbordseite, wo die Strömung den Rumpf poliert, ist die Farbe allmählich verschwunden. Das Wrack beginnt zu rosten. Bis Forscher all das dokumentieren können, sind Jahrzehnte vergangen. Neue Techniken und bessere Werkstoffe ermöglichen den Bau von immer leistungsfähigeren Tauchbooten. Frühe Konstrukteure experimentieren mit verschiedenen Formen, doch bald stellt sich die Kugel als das beste Grundprinzip heraus. In den 1930er Jahren entwickeln die beiden Amerikaner William Beebe und Otis Barton eine Tauchkugel, mit der sie nach mehreren Versuchen fast 1000 Meter tief tauchen. An dem grundlegenden Bauprinzip hat sich bis heute nichts geändert. Der Grund, warum wir eine Kugel verwenden, ist, dass sie eine gleichmäßige Verteilung der Kräfte auf das Fahrzeug ermöglicht. Die Wand des Druckkörpers von unserem Tauchboot Limiting Factor ist 90 mm dick. Es ist eine perfekte Kugel.
Der Rumpf ist nicht verschweißt. Es ist alles verschraubt und zusammengeklemmt. All dies soll sicherstellen, dass es nicht nur absolut kugelförmig ist, sondern dass es auch keinerlei Unterschiede in den Materialeigenschaften des Rumpfes gibt. Diese Homogenität der Kugel ist enorm wichtig, um sicherzustellen, dass die Kräfte, die an jedem Punkt auf sie einwirken, gleich sind. Mitte der 1960er Jahre wird der Stahl, aus dem die Pioniere William Beebe und Otis Barton ihre Tauchkugel herstellen, durch Titan ersetzt. Dieses Metall ist ebenso widerstandsfähig, aber viel leichter und dehnbarer. Im Inneren des Tauchbootes befindet sich die Titankugel. Sie schützt den Piloten und seinen Co-Piloten vor dem Druck, den das Wasser ausübt. In der Tiefe von 3800 Metern, in der die Titanic liegt, beträgt dieser Druck 3 Tonnen pro 10 Quadratzentimeter. In den frühen 1980er Jahren verfügen Frankreich und die USA über die fortschrittlichste Unterwassertechnologie. Die beiden Länder arbeiten regelmäßig zusammen. Gemeinsam starten sie eine Expedition namens White Star, benannt nach der White Star-Reederei. Ihr Ziel, die Titanic zu finden. Diese erste internationale Expedition wird von dem Amerikaner Robert Ballard und dem Franzosen Jean-Louis Michel gemeinsam geleitet. Der französische Ozeanograph hat damals ein hochmodernes Sonar namens SAR entwickelt. Wir haben geschätzt, dass es 30 bis 40 Tage dauert, um die Titanic zu finden, und haben enorme Ressourcen eingesetzt. Niemand zuvor hatte gewagt, eine so umfangreiche und zeitaufwendige Suche nach der Titanic zu starten. SAR ist zur Untersuchung des Meeresbodens gedacht. Jean-Louis Michel optimiert es für die Erkennung von Metallgegenständen. Das Gerät wird von einem Schiff gezogen und kann den Meeresboden bis in einer Tiefe von fast 6 Kilometern erkunden. Es sendet Schallwellen aus, die vom Grund reflektiert werden, und das Sonar misst ihre Intensität. Der Klang und die Stärke des Echos ändern sich mit dem Untergrund. Sandiger Boden erzeugt ein anderes Geräusch als ein Schiff. Zudem ist das metallische Echo lauter als das des Sediments. Das Sonar kann den Meeresboden auf einer Breite von 1 Kilometer untersuchen. Das amerikanische Team verwendet eine andere Technologie, die nicht auf Schallwellen, sondern auf Optik basiert. Argo ist ein bemanntes Tauchboot, das über ein Kabel mit dem Schiff an der Oberfläche verbunden ist. Es ist mit leistungsstarker Beleuchtung und hochentwickelten Videokameras ausgestattet und kann Live-Bilder aus der Tiefsee senden. Dank dieser neuen Technologien hoffen die Wissenschaftler, auf Trümmer der Titanic zu stoßen. Doch wo sollen sie suchen? 3 Jahre lang sammeln Jean-Louis Michel und sein Team wie Detektive Berichte von Überlebenden, überprüfen Akten von Untersuchungskommissionen sowie Logbücher von Schiffen in der Nähe. Die Titanic hat dort den Eisberg gerammt, wo sich das Kreuz befindet. Also haben wir die Daten der Schiffe ausgewertet, die in der Gegend waren. Zunächst natürlich die der Titanic selbst. Dann die der Carpathia, die zur Unglücksstelle unterwegs war, um die Schiffbrüchigen zu retten. Schließlich noch die Daten der Kalifornien, die die Titanic aus einer bestimmten Entfernung sah, was uns zusätzliche Informationen liefert. Ich habe also die registrierten Positionsbestimmungen von der Titanic, Carpathia und Kalifornien verwendet. Die Titanic kam aus Europa und hier hat sie ihre Position bestimmt. Dabei wird auch der Kurs notiert. So, jetzt folge ich dem Kurs mit dem Lineal. Aber entscheidend für die zurückgelegte Strecke ist natürlich die Geschwindigkeit. Je nachdem, von welcher Geschwindigkeit man ausgeht, bekommt man verschiedene Punkte. Hier sind es 21 Knoten, hier 22 Knoten, 22,5 Knoten. Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. Die Carpathia traf schließlich 2 Stunden nach dem Schiffbruch ein und rettete die Überlebenden aus den Ruderbooten.
Die Chaloupe. Jean-Louis Michel hat einige genaue Koordinaten. Und er spielt mit seinen Annahmen zu Kurs, Geschwindigkeit und Drift der Titanic. Dabei erhält er keinen Punkt, sondern eine Fläche von 400 Quadratkilometern. In diesem Gebiet will die Expedition suchen. Im Juli 1985 stechen die Franzosen in See. 32 Tage lang wechselt sich die Besatzung rund um die Uhr ab, um den Meeresboden mit dem Hochleistungssonar abzusuchen. Doch die Echos, die Saar sendet, liefern keinerlei Hinweise auf ein Wrack. Am 7. August hat das Team über 80% der definierten Fläche abgesucht, rund 320 von 400 Quadratkilometern. Das amerikanische Team unter der Leitung von Robert Ballard trifft am 25. August vor Ort ein. Sie übernehmen von dort und konzentrieren sich auf die verbleibenden 20% des Suchgebietes. An Bord des Schiffes befinden sich neben den amerikanischen Ingenieuren und Technikern auch Jean-Louis Michel und zwei seiner Teamkollegen. Doch tagelang gibt es nichts zu entdecken. Die Video-Live-Übertragung liefert endlos Bilder vom schlammigen Meeresgrund. Doch dann... Trümmer erscheinen auf dem Bildschirm. Nachdem wir lange gar keine Anhaltspunkte hatten, wussten wir plötzlich innerhalb von Minuten, das ist die Titanic. Tatsächlich liegt das Wrack innerhalb des vorhergesagten Suchgebietes. 73 Jahre nach der tragischen Katastrophe ist die Titanic gefunden. Noch ahnt die Crew nicht, wie sehr sich die Welt für ihre Entdeckung interessieren wird. Die ersten Ergebnisse bestätigen die Berichte einiger Überlebender. Die Titanic ist zerbrochen. Bug und Heck liegen 600 Meter voneinander entfernt. Doch nicht alle Details lassen sich mit der Technik der Argo erkennen. Weitere Forschung ist nötig. 9 Monate nach der Entdeckung des Wracks ist Robert Ballard wieder unterwegs. Diesmal taucht er mit dem U-Boot Alvin zu den Trümmern des Luxusliners. Er ist der erste Mensch, der das Wrack der Titanic mit eigenen Augen sieht. Während des Tauchgangs kommt ein neuartiger Roboter zum Einsatz. Dank einer Glasfaserverbindung zum Tauchboot lässt er sich präzise steuern und er kann sogar in Farbe filmen. Die Bilder offenbaren etwas, womit niemand gerechnet hat. Ungewöhnliche, an Tropfstein erinnernde Gebilde, mit denen das Wrack überzogen ist. Robert Ballard nennt sie Rostzapfen. Damals weiß niemand genau, worum es sich handelt. Schon bei einer leichten Berührung zerfallen sie. Diese Rostzapfen sind Bakterienkolonien. In ihrem Inneren liegen Kanäle, durch die das Wasser fließt. Sie ernähren sich, indem sie das Schiff zersetzen. Sie wachsen nach unten und manchmal werden sie 2 Meter lang. Normalerweise sind sie ungefähr 1 Meter lang. Diese Form von Rost hatten Forscher aufgrund des geringen Sauerstoffgehalts und der hohen Salzkonzentration in der Tiefsee nicht erwartet. Umso interessanter sind die Strukturen, die aussehen, als würde der Stahl wie Wachs zerfließen. Die Farben sind wirklich erstaunlich. Orange, Rot, Grün, Blau, Purpur. Normalerweise ist das nicht zu erkennen. Dort unten geht das nur mit künstlichem Licht.
Aber diese verschiedenen Farbtöne sind typisch für Rostzapfen. Ein Rostzapfen ist eine natürliche Struktur. Er wird von Bakterien gebildet, indem diese Elemente, das Eisen, die Sulfide und das Mangan, aus dem Stahl des Wracks aufnehmen. Dabei entstehen als Nebenprodukte Rostzapfen mit ihrer einzigartigen Struktur. Da die Titanic aus Stahl besteht, bietet sie diesen Bakterien eine hervorragende Nahrungsquelle am Grunde des Ozeans. Ganz allmählich zersetzen die winzigen Bakterien den Koloss aus Metall. Zwischen 1912 und 1986 haben sich Rostzapfen mit einem Gewicht von einigen hundert Tonnen am Wrack gebildet, so vermuten die Wissenschaftler. Es ist ein Zeichen für den Verfall der Titanic. Je mehr Rostzapfen entstehen, desto schneller schreitet der Abbauprozess voran. Dabei galt der Stahlkoloss auf Jungfernfahrt als unsinkbar. Die Passagiere der ersten Klasse genießen die angenehmen Seiten des Lebens an Bord des Luxusliners. Ganze 5 Tage lang. ...1986 entdeckt Robert Ballard bei einem seiner Tauchgänge ein Trümmerfeld. Persönliche Gegenstände, die über den Meeresboden verstreut sind. Alles, was von den Menschen übrig geblieben ist, sind ihre Schuhe. Rund um die Titanic liegen überall Paare von Schuhen. Schuhe von Müttern neben denen ihrer Töchter. Herrenschuhe oder Schuhe von Besatzungsmitgliedern. Es sind ihre Grabsteine. Ich hatte nicht erwartet, davon so getroffen zu werden. Vor dem Tauchgang hatte ich mich völlig unter Kontrolle, aber es hat mich umgehauen. Es war eine sehr bewegende Erfahrung, die ich nicht erwartet hatte. Zwischen Bug und Heck des Schiffes erstreckt sich ein riesiges Trümmerfeld. Hunderttausende Objekte sind über den Meeresboden verteilt. Das Durcheinander persönlicher Gegenstände der Passagiere und zerrissener Wrackteile zeugt von den enormen Kräften, die bei dem Unglück freigesetzt wurden. Menschliche Überreste wurden jedoch nicht gefunden. Als die Titanic sank, befanden sich nur noch wenige Personen unter Deck. Die meisten Opfer ertranken im eiskalten Wasser und wurden von der Strömung fortgespült. Dennoch erinnert das Wrack an den Tod von etwa 1500 Menschen. Deswegen setzt sich Robert Ballard dafür ein, die Titanic unangetastet zu lassen, wie einen Friedhof. Doch die mahnenden Worte ihres Mitentdeckers finden kein Gehör. 1987, 2 Jahre nach der Entdeckung des Wracks, bricht ein französisch-amerikanisches Team zu einer 2-monatigen Expedition auf. Ziel ist es, Objekte aus dem Trümmerfeld zu bergen und auszustellen. Dafür kommt das französische Tiefseetauchboot Nautil zum Einsatz. Es verfügt über Greifarme und verschiedene Werkzeuge, die sich von innen steuern lassen. Sie sind unverzichtbar, um Gegenstände vom Meeresgrund einzusammeln. Nautil ist heute noch im Betrieb und gehört zu den besten und zuverlässigsten U-Booten seiner Art. 117 Tauchgänge zur Titanic hat das Boot absolviert. Ein Rekord.
Die Vorbereitungen für eine Tauchfahrt werden mit ähnlicher Akribie betrieben wie ein Raketenstart. Sicherheitsleinen sorgen dafür, dass weder dem wertvollen Tauchboot noch der Besatzung etwas passiert. Bevor es losgeht, prüfen Taucher zusätzlich von außen, ob alles in Ordnung ist. Auch im Inneren der Nautil befindet sich eine Kugel aus Titan. Drei Mann Besatzung finden darin Platz auf nur 4 Kubikmetern. 6000 Meter tief kann das Boot tauchen. Damit könnte es theoretisch 97% des Meeresbodens erreichen. Das Team taucht in völliger Dunkelheit ab, um Batterien zu sparen. Es dauert 2 Stunden, bis das Boot die knapp 4 Kilometer lange Strecke zur Titanic hinabgesunken ist. Kurz bevor das U-Boot den Meeresboden erreicht, schaltet die Besatzung die leistungsstarken Suchscheinwerfer ein. Am Meeresgrund kommen verschiedene Werkzeuge zum Einsatz. Ein Arm mit Saugvorrichtung erlaubt es, zerbrechliches Geschirr behutsam einzusammeln. Für andere Gegenstände reicht ein Greifarm. Das amerikanisch-französische Team ist zwar autorisiert, Objekte zu bergen, doch Kritiker bezeichnen die Expeditionen als reine Schatzsuche. Dennoch werden bei mehreren Expeditionen insgesamt rund 6000 Objekte gesammelt. Einige der Besterhaltenen sind in einer Ausstellung in Las Vegas zu sehen. Paul-Henri Narjolet hat alle Sammelexpeditionen geleitet. Heute arbeitet er selbst bei der Firma, die nach internationalem Seerecht Gegenstände von der Titanic bergen darf. In der Ausstellung begegnen ihm Dinge wieder, die ihm besonders am Herzen liegen. Die Flasche ist in perfektem Zustand. Der Korken ist zwar leicht beschädigt, aber nach 70 oder 75 Jahren im Meerwasser immer noch ziemlich gut erhalten. Es ist wirklich erstaunlich. Doch anders als die Funde in den Vitrinen lässt ein Ausstellungsstück zumindest erahnen, welche Größe der Ozeanriese hatte. Die Titanic macht ihrem Namen alle Ehre. Mit einer Länge von knapp 270 Metern ist sie das größte Schiff ihrer Zeit. Die Distanz vom Kiel bis zur Oberkante der Schornsteine beträgt mehr als 53 Meter. Der Koloss gilt als technisches Wunderwerk und als unsinkbar. Durch dieses Stück bekommt man ein Gefühl für die enorme Größe des Schiffs. Es repräsentiert aber nur ein Deck. Wenn man jedoch weiß, dass 7 oder 8 davon übereinander lagen, kann man sich sofort die Höhe des Schiffes vorstellen. Das Wrackteil misst etwa 7 mal 8 Meter und stammt von der Steuerbordseite des Schiffs. Heute ist es die Attraktion der Titanic-Ausstellung in Las Vegas. Der russische Meeresforscher Anatoly Sagaljewitsch ist ebenfalls von der Titanic fasziniert.
Mit dem Tauchboot Mir eines russischen Forschungsinstitutes hat er unter anderem für die Filmproduktionsfirma IMAX Bilder vom Wrack der Titanic gedreht. Ich sagte zu mir, wenn die das mit einem IMAX-Budget schaffen, das ein paar Millionen Dollar beträgt, dann kann ich es erst recht mit einem Kinobudget, das vielleicht 10 oder 20 Mal höher ist. Und so dachte ich mir, ich fahre zur Titanic. Endlich sollte für James Cameron ein großer Traum in Erfüllung gehen. Zur Titanic zu tauchen, sie mit eigenen Augen zu sehen und zu filmen. It's Titanic, dude. This is incredible. James Cameron arbeitet mit Anatoly Sagaljewitsch zusammen. Er hilft ihm dabei, Aufnahmen für seinen großen Kinofilm von 1997 zu drehen. Eine Kooperation, mit der sie Filmgeschichte schreiben. Die Mir kann bis zu 6000 Meter tief tauchen. Doch noch ein weiterer Faktor ist für James Cameron entscheidend. Warum ich mich für die Arbeit mit den Mir-U-Booten entschieden habe? Nun, es gibt zwei davon. Die Anzahl der Charaktere, die ich in einer Geschichte haben kann, ist die Anzahl der Fahrzeuge minus eins. Wenn man nur ein Boot hat, gibt es keine Protagonisten. Doch mit zwei Booten ist es anders. Das eine nutzt man zum Filmen, das andere kann vor der Kamera agieren. Dann erzählt man eine Geschichte. Und dafür waren wir dort. Von Mir 1 aus haben wir gefilmt. Und Mir 2 hat Licht gesetzt oder war vor der Kamera wie ein Schauspieler. Der Hollywood-Regisseur möchte das Wrack wie ein Filmset ausleuchten. Aus filmischer Sicht ist die Titanic eine große Herausforderung. Denn dort unten in der Tiefsee gibt es absolut kein Umgebungslicht. Man muss alles beleuchten. Die Sichtweite beträgt vielleicht 40, höchstens 60 Meter. Und der gesamte Bugabschnitt des Wracks ist ungefähr doppelt so lang. Man sieht nie alles davon. Wir mussten es regelrecht mit Licht bombardieren, denn es ist rötlich-orange, die Farbe von Rost. Und diese Wellenlänge breitet sich unter Wasser nur schlecht aus. Es ist fast so, als würde das Wrack das Licht aufsaugen. Man braucht sehr viel davon. Also haben wir auf diese armen Meertauchboote mehr Scheinwerfer geschraubt als je zuvor. Ich sagte immer wieder, einer passt noch drauf. Und Anatoly meinte nur, oh mein Gott. Aber schließlich sind wir runtergetaucht und haben alles ausgeleuchtet. James hat mich mal gefragt, Anatoly, was meinst du, wie viele Oscars wird der Film bekommen? Ich sagte, 10, mindestens 10. Nein, sagte er, doch, entgegnete ich, mindestens 10. Schließlich erhält der Film 11 Oscars. Dieser Erfolg hat großen Anteil daran, dass der Mythos der Titanic bis heute weiterlebt. Für James Cameron bedeutet dies aber nicht das Ende seines Abenteuers. Im Jahr 2005 kehrt er an Bord eines Mir-Tauchbootes zurück. Er nutzt ferngesteuerte Roboter, die mit Kameras ausgestattet sind, um archäologische Daten im Inneren des Wracks zu sammeln. Dabei dokumentiert er Räume in der Titanic, die seit ihrem Untergang niemand gesehen hat. Über den Treppenschacht wollen wir runtergehen, 6 Decks nach unten. Und wir werden versuchen, ins türkische Bad zu gelangen. Das haben wir noch nie gesehen. Niemand hat das jemals gesehen. Es ist alles hier. Es ist ja, als wäre die Zeit stehen geblieben. Schwer vorstellbar, wo wir sind, wie tief wir sind, wie weit die Zivilisation entfernt ist. Und dennoch finden wir diesen wunderschönen Ort. Eine Erinnerung an den Glanz vergangener Zeiten. Wenn man sich mit einer Kamera im Schiff bewegt, kommt es einem so vor, als wäre man in einer Höhle oder einem Tunnel in der Erde, in dem die Wurzeln der Bäume von der Decke herunterhängen. Es kam mir alles sehr lebendig vor. Und plötzlich sieht man einen Schrank mit einem Spiegel oder einen anderen Gegenstand der Zivilisation, der irgendwie in diese natürlich wirkende Umgebung geraten ist. Es ist völlig surreal.
An diesem Eindruck haben die zahlreichen Rostzapfen, die das Wrack überziehen, großen Anteil. Bei ihrer Untersuchung entdecken Wissenschaftler 2010 ein noch unbekanntes Bakterium. Sie nennen es Halomonas titanicae. Die Bakterien zersetzen den Stahl des Wracks. Dabei werden mineralische Verbindungen frei, aus denen die Rostzapfen aufgebaut sind. Die Nachricht von den stahlfressenden Bakterien sorgt für Schlagzeilen. Nicht ein Bakterium ist für die Zerstörung des Wracks verantwortlich. Tatsächlich handelt es sich um eine ganze Gemeinschaft aus verschiedenen Bakterien. Durch ihre Zusammenarbeit sorgen sie für den Abbau des Wracks und bilden dabei die Rostzapfen. Es ist das Schicksal jedes Schiffswracks, irgendwann zu verschwinden. Aber der Verfall des berühmtesten Wracks scheint ungewöhnlich schnell zu verlaufen. Im Umfeld der Titanic werden 27 verschiedene Bakterienstämme nachgewiesen, darunter auch extremophile Formen, also solche, die sich an extreme Umweltbedingungen angepasst haben. Ausgerechnet die Titanic, der als unsinkbar geltende Koloss aus Stahl, wird von Mikroorganismen verzehrt. Das einstige Symbol für menschlichen Fortschritt wird von der Natur bezwungen. Wie sich das Wrack in Zukunft verändern könnte, zeigt eine Simulation. Die Wände des Rumpfes werden sich neigen wie Seiten eines Buches. Nach und nach werden die übereinanderliegenden Decks einstürzen. In 300 Jahren wird dieser Bereich verschwunden sein. Aber dieser hier wäre noch da und dieser auch. Hier vorne wird einiges zusammenbrechen und Löcher bekommen, aber der Rumpf wird noch da sein. Seit 1912 nagt der Zahn der Zeit in Form winziger Bakterien am berühmtesten Wrack der Welt. Noch immer sind die Überreste des Ozeanriesen für viele Forscher ein Sehnsuchtsziel, das Mythos und Abenteuer wie kaum ein anderes verbindet. Doch irgendwann wird die Titanic verschwunden sein. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass sich die Natur nicht vom Menschen beherrschen lässt.